nach dem Spiel BSV gegen Halter. Und bevor wir jetzt auf die Formalia kommen, darf ich was verkünden noch am Ende, was leider heute der Carsten, der heute Gesundheit befehlt, getan hätte. Ich während des Spiels nicht wusste, aber jetzt gerne nachholen möchte. Wir haben nämlich ein Geburtstagskind hier auch heute in unseren Reihen. Unser langjähriger BSV-Fan und Edel-Fan, wie er mal netterweise bezeichnet worden ist, Otte, hat seinen 80. Geburtstag gefeiert. Schon, das ist vielleicht bei der Übergabe etwas abhanden gekommen. Möchte ich aber trotzdem nochmal nachholen haben. So, zum Spiel. Das Endergebnis war 2:0. Das 1:0 wurde erzielt durch Daniel Grebe, schöner Kopfball, 23. Minute. Und das zweite Tor, zumindest laut Plan, Jochen Uphoff, vor 1.762 Zuschauern. Die restlichen Ergebnisse vom Regionalliga-Spieltag folgendermaßen: Rödinghausen gegen Borussia Dortmund 2:0. Die zweite Mannschaft von Schalke gegen Bergisch Gladbach 1:1. Und die zweite Mannschaft vom 1. FC Köln gegen den VfL Homberg 3:0. Das Spiel von Lippstadt gegen Sportfreunde Lotte ist gestern abgesagt worden und dementsprechend verlegt. Morgen spielen noch Rot-Weiß Oberhausen und gegen Alemannia Aachen. Borussia Mönchengladbach 2 gegen Fortuna 2 und der Bonn SC gegen RWE. So, soviel dazu. Wir kommen zu den Kommentaren zum Spiel. Da würde ich ganz gerne mit dir starten. Magnus Niemöller vom TuS Halter. Uns starten, wie gesagt, die Gäste. Bitte deinen Kommentar zum Spiel. Dankeschön. Erstmal schönen guten Tag und Glückwunsch natürlich an den BSV zum Sieg. Ja, also wir haben so ein bisschen mit der ersten Halbzeit. Ich bin in der ersten Halbzeit mit meiner Mannschaft sehr zufrieden gewesen. Insbesondere weil wir ja einfach auch eine schwierige Woche mit dem Mittwochsspiel hatten. Wir kamen sehr, sehr gut ins Spiel rein, hatten guten Zugriff, hatten gute Ballpassagen und hatten auch Torchancen. Und wir hatten einen Pfostenschuss, wir hatten einen Lattenschuss beim Stande von 0-0. Wir hatten dann eine Möglichkeit noch auszugleichen zum 1-1. Also ich hatte schon das Gefühl, dass wir in der ersten Halbzeit die besseren Tormöglichkeiten hatten und es hat sich in der Halbzeit auch nicht so nach einem 0-1-Rückstand angefühlt. In der zweiten Halbzeit war es dann so, dass der BSV dann angefangen hat, so ein bisschen tiefer zu verteidigen und so ein bisschen die Konterkarte zu ziehen. Haben sie dann sehr, sehr gut gemacht und insbesondere nach der abgewehrten Ecke waren wir im Zentrum nicht aufmerksam genug. Naja, und dann steht 2-0 und das hat uns sicherlich mehr geschadet als dem BSV. Das spielte ihnen natürlich dann komplett in die Karten, um dann einfach noch ein bisschen tiefer zu stehen und uns anrennen zu lassen. Sie wussten auch, dass wir unter der Woche gespielt haben, sie kannten den Platz. Und dann ist es natürlich für eine Mannschaft, die zurückliegt, aufgrund der gerade von mir geschilderten Komponenten sehr, sehr schwer, nochmal ins Spiel zurückzufinden. Wir haben es versucht. Wir haben sehr, sehr offensiv dann gespielt, wir haben Absicherungen dann bewusst aufgelöst und klar, dann gibt es auch Kontermöglichkeiten, wo sicherlich dann einfach auch der BSV noch Tor erzielen kann. Haben wir sicherlich ein bisschen Glück gehabt, dass wir sozusagen bis zum Ende des Spiels einfach auch noch im Spiel waren. Haben aber dann einfach in der gut massierten Abwehr des Gegners sind wir einfach gegen so ein Bollwerk angelaufen und haben dann einfach auch nicht mehr die Torchancen gehabt, die wir in der ersten Halbzeit gehabt haben. Und so ist das Ergebnis dann sicherlich zu erklären. Naja, trotzdem haben wir auch im Vorfeld gesagt, egal wie dieses Spiel ausgeht, das geht weiter. Wir sind mitten im Abstiegskampf, genau wie 4, 5 andere Mannschaften um uns herum auch. Es sind noch 33 Punkte für uns zu vergeben und wir werden natürlich jetzt das letzte Drittel der Saison so spielen und so einleiten, dass wir alles dafür tun werden, in dieser Liga zu bleiben. Das wird schwer genug. Ich glaube aber, es läuft noch ein Zielsprint raus und da wollen wir dabei sein. Euch natürlich alles Gute für die nächsten Spiele, für die nächsten Wochen und ich hoffe inständig, dass wir uns bald dann nächstes Jahr in dieser Liga wiedersehen. Danke. Vielen Dank. Magnus, gibt es Fragen an den Trainer von TuS Halter? Das ist nicht der Fall, dann Pascal, deine Worte zum Spiel. Ja, auch von mir willkommen. Hallo. Erstmal Dankeschön. Auch großes Kompliment, was in Halter seit dem Winter passiert ist. Die Punkte aus Bolt ist, glaube ich, beachtenswert.
wirklich sehr stabilisiert und sehr gefährlich gerade nach vorne geworden. Hotte, dir alles Gute zum Geburtstag. Ich glaube, das sollte auch sein. Und ansonsten kann ich nur sagen zum Spiel, der Plan ist voll aufgegangen. Wir haben kein Tor bekommen, sind in Führung gekommen, konnten uns tiefer stellen und aufs rechte Tor gehen. Das hört sich zwar so schön an, das war es aber nicht. Es war wirklich kein gutes Spiel von uns. Wir haben sehr, sehr viele Torschancen gerade in der ersten Halbzeit zugelassen, die auch alle aufgezählt worden sind. Es war sehr, sehr glücklich, dass wir da noch nicht hinten lagen. Dann durch Daniel Grebe im Kopfballtor, das uns natürlich sehr, sehr gut zu Gesicht gestanden hat, weil wir wussten, wie es auch schon angeklungen ist, dass unser Gegner die dritte Partie hatte auf dem tiefen Rasen im Stadion und so. Und nichtsdestotrotz haben wir dann in der zweiten Halbzeit verpasst, das Ergebnis in die Höhe zu schrauben. Das muss man halt so sagen, aber ein großes Kompliment an die Mannschaft, wie sie es nachher verteidigt hat, wenn man es nach vorne nicht gut ausspielt und die Chancen, die dann nachher zahlreich da waren, nicht nutzt, sich trotzdem so reinzuschmeißen, so zu verteidigen. Und ich weiß nicht, wievielte Spiel es zu null war, es waren nicht viele. Und es war zum richtig guten Zeitpunkt und es war dann am Ende des Tages ein dreckiger Sieg, über den wir uns sehr freuen. Es war auch immer ein kleiner Schritt, aber ich hoffe, dass es eine Initialzündung war, gerade jetzt hier zu Hause die nötigen Punkte zu holen. Und von daher beschweren wir uns nicht, sondern wir nehmen sehr, sehr gerne mit und wir freuen uns jetzt einfach drüber und bereiten uns jetzt gut auf unseren nächsten Gegner zu Hause vor. Vielen Dank. Danke, Pascal. Gibt es Fragen an Pascal wieder? Jo, Julia. Joey Müller, meines Wissens nach nicht gesperrt. Ist er verletzt oder warum war er nicht gefallen? Also meines Wissens nach ist er gesperrt. Echt? Ja. Ich habe extra nachgeguckt, ne? Okay. Gut. Wahrscheinlich hast du im Internet auf so ein Portal geschaut und da ist er nicht gesperrt, aber laut DFB-Net ist er gesperrt. Okay, dann gucke ich da beim nächsten Mal. Ja. Danke. Ja. Ja, wie wichtig war jetzt der Auftakt in den März? Es ist ja im Prinzip mit den Spielen jetzt auch gegen Lippstadt, gegen Bonn, auch im Prinzip sportlich entscheidend. Also für uns war es super, dass wir heute spielen konnten. Wir wollten endlich von alleine gelassen werden, wir wollten endlich nicht nur trainieren und dann wieder eine Absage bekommen, sondern wir wollten endlich mitmischen, wir wollten nicht nur die Konkurrenz spielen lassen, sondern wir wollten auch mitmachen. Und der März ist natürlich für uns extrem wichtig, nur auch damals ist noch nichts entschieden. Nochmals, es sind viele kleine Schritte und es ist sehr, sehr eng unten. Da werden die Mannschaften ihre Punkte holen und wir müssen dabei sein, dass wir unsere Punkte auch holen und damit wir am Ende des Tages drum sprechen. Also es ist im März noch nicht vorbei. Ja, Niklas Lübke hat einige Bälle auch richtig gut rausgeholt. Wie wichtig war das jetzt dann auch im Prinzip einen starken Torwart dann hinten drin zu haben, gerade weil ja dann auch einige Chancen entstanden sind? Sehr, sehr wichtig. Ich glaube, es war für ihn am allerwichtigsten. Er hat schon Spiele gehabt, da hat er, glaube ich, keinen einzigen Ball gehalten und wir haben 4 Tore bekommen. Und wenn ich jetzt an Rödinghausen denke, wo man auch wirklich nicht unbedingt bei einem Tor sagen könnte, das war seine. Und heute hat er die Mannschaft im Spiel gehalten, aber wie gesagt, die letzte Kette, was sie nachher noch abgefangen hat, im 16er, um den 16er herum, die sich da noch reingeworfen haben, die sie immer wieder einen Fuß vorbekommen haben. Und am Ende, wenn dann mal einer durchgerutscht ist, war Niklas da auch erste Halbzeit den Nachschuss wieder überragend hält. Also ja, können wir uns definitiv heute nicht beschweren in unseren Leistungen. Noch weitere Fragen? Das scheint nicht der Fall zu sein. Ich wünsche Ihnen, euch allen eine gute Heimfahrt und bleibt auch zu sagen, dass das nächste Heimspiel des WSV am kommenden Samstag hier stattfindet im Stadion am Zoo gegen den SV Lippstadt. Bis dahin.